Echt? Könnte man vielleicht aufmachen, die Hütten? Unten oder oben? Oben, glaube ich. Doch, Daimek. Weißt du, wenn ich da so eine Kiste sehe, ich erwarte mir irgendwie was. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich erwarte mir immer irgendwie ein bisschen zu viel. Keine Ahnung wieso. Step, du, mit der Minigun, Alter. Oh, sexy. Definitiv sexy. Gehen wir mal dann durch. Wollen wir gleich mal so eine Kontrollzone. Mal begutachten, alles drum und dran. Hätten wir aber ehrlich gesagt gedacht gehabt, dass ich mehr von diesen Robotern sehe. Passt eh, passt eh. Kurz in Kontrolle, wichtig und richtig. Passt, weiter geht's. Sicher, sicher. Oh, da haben wir eh wieder Scheiner da, na Wahnsinn. Gut, okay. Können wir wenigstens die Minigun mal ausprobieren. Okay, irgendwie habe ich mir ein bisschen mehr Schaden erwartet mit der Minigun, ich weiß nicht. Ein bisschen wenigstens zumindest. Ich bin gleich komplett hops genommen worden, Alter. Aber komplett. Da gehen Ohrschwafler. Ah, wenigstens brennt er hoffentlich zumindest. Der rennt ja irgendwo hin. Der rennt ja wieder heim. Der will wieder heim, schaut euch das an. Schurle. Da, bleib stehen. So ein Masen. Das ist wirklich so dermaßen ein schöner Masen. Tschüss. Ich hab's mir grad da. Oh, Zerleger. Zerleger. Phase 2 kommt, das ist nicht gut. Ja, fick gern. Und da kommt schon der Roboter. Super, Leinwand, aufpassen, Angst. Angst, schieß. Da haltet ihr echt viel aus. So, wieder so ein Roboter. So ist das. Das ist wieder der Explodierende. Das war's eh. Aufpassen. Aufpassen. Depper der Hurensroboter. Machen wir wenigstens irgendwie einen Schaden. Besser als nichts. Definitiv besser als nichts. Jetzt greifen sie unsere Stellung nicht mehr an. Jetzt kannst du mal was hergeben, Schurli. So schaut's aus, wie der Fuß gleich hin ist. Gib, glaube ich, besser lieber ein bisschen was her. Na sicher. Weiß nicht, ob sich das jetzt einmal auszahlt. Probieren wir's einmal, oder? Vielleicht? Oh ja, probieren wir's. Jede Hoffnung wäre da. Ich verdanke Ihnen das Leben. Danke. Die Hoffnung wäre da, dass wir da vielleicht dann doch das Ding kriegen. Wie weit? Dann lass mich noch schnell das andere fertig machen, ganz ehrlich. Dann lass mich wenigstens noch das kurz fertig machen, den roten Drachen und tschüss, Papa. Dann habe ich wenigstens das, wenigstens zumindest. Ist wenigstens irgendwas erledigt. So lange brauchen wir eh nicht zum Erobern. Das geht eh. Und ich glaube sogar in der Nähe ist eine Schneereise. Also dementsprechend haben wir es sogar noch chilliger. Am Ende des Tages. Scheiße, Schurli. Gehen wir in den Arsch. Gehen wir definitiv in den Arsch. So schaut's aus.
gleich mal Heilung. Sicher, sicher. Wer weiß, was kommt. Ja, den hole ich mir gleich. Ja, Mann. Den holen wir sich gleich sofort, Alter. Sofort, Schule. Da futtern wir alle weg, Alter. So schaut's aus. Injo, Injo in Deckung. Gib ihm, gib ihm. Ey, auch schon wieder schwer gepanzert, na wie nett. Alter, nicht einmal einmal erwischt, Alter. Wie geht das? Wie geht das, Alter? Leg mich fett am Arsch. Der geht dann eh. Der geht dann eh. Wenn man ein bisschen Sorgen gemacht hat. Ich wollte gerade nur mal fragen, was kommen denn da überhaupt meine Leute? Ei! Ei! Cool! Cool. Schön, dass die auch mal vorbeikommen. Geht, dass die einmal sagen so, ja, servus Schule, hier bin ich. Ein Wahnsinn, oder ein Wahnsinn. Und? Ja, schön, dass du was siehst. Ich seh nur lauter Arschlöcher. Ich seh nur lauter Arschlöcher, das ist halt das Problem. Bam, 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 bam. Wichtig und richtig. Ja, nicht getroffen werden, aber es ist das einzige Gefühl. Ja, genau, geh in der Mitte durch, hast du recht. Echt wirklich Baba von dir, wirklich saugeil. Geht wirklich so richtig schön in der Mitte durch, Alter. So, dass ich genau den Hubschen nicht will. Richtig geil. Das ist wieder so ein Heiler, gell. Ja, ist wieder ein Heiler. Der ist aber eh schnell erledigt. Der ist eh relativ flott, aber das ist eh nichts. So, da holen wir sie das noch ganz kurz schnell. Aha, schaut so aus, wie wenn meine Season schneller, also mein Level schneller gelevelt als wie der Season lang. Aha, gut zu wissen. Stickerl, ein Stickerl ist weiter vorne. Ja, Stickerle. Pizzale. Vorstellen. Na doch gleich. Sorry. Musst du vorstellen, oder? Wir schauen, dass wir das gleich auf stärksten machen, was geht. Musst du vorstellen. Gleich heroisch oder irgendwas in der Richtung. Bist deppert. Ich glaube, dann zerlegen mich die Gegner komplett. Da war jetzt die Gier der Hund. Also da kann ich mir echt gut vorstellen, die zerlegen mich komplett. Dann zerlegen mich die Gegner wirklich komplett. Kann man gerne mal versuchen. Ja, moin. Ich gebe der Drohne nicht einmal 10 Sekunden und bin schon in Arsch daheim. 100%, 100%. Und ich habe noch nicht einmal gescheite Rüstung oder so. Also das ist ja noch eine Lachnummer. So kann man es vielleicht sogar noch quasi vergleichen, das ist ja nur eine Lauchnummer, oder was sieht ja jetzt alles da so. Normalerweise die Gegner. Aber auf schwer kann ich mich mal wenigstens schon mal behaupten. Also da geht's wenigstens zumindest. Noch nicht zu schwer, aber noch nicht zu einfach. Das muss man schon wenigstens dazu sagen. Aber das werden wir jetzt dann eh sehen. Das ist jetzt, glaube ich, auch der erste Habschi, der was sogar einen Titel hat. Da könnte man dann identifizieren. Oh, da gibt's Gefühl für mehr. Du gehst mir Arschloch. Geil. Irgendwie geil, Alter. Alter. Ich halte mich da eh nicht zurück, Alter. Du könntest dir nur wenigstens ein bisschen zurückholen, mein Freund.
bist du deppert, Alter. Schau dir den an, Alter. Schau dir den an, Alter, wie der gepanzert ist, der Hacksche, Alter. Bist du deppert. Ja, ja, noch grad noch so irgendwie, Alter. Fick dich. Aber da haben wir drei Bosse. Da haben wir gleich drei Bosse, oder what the fuck? Da jetzt sind wir ja auch schon mal da. Ja, jetzt sind wir ja auch schon mal da. Das geht doch nicht. Wir kriegen nur allein schon einen Bonus, für das, dass wir da sind. Nur mal anwesend sind. Alles klar, Digga. Einfach nur mal so ein kleines Dankeschön. Ah, du bist schon mal da, na immerhin. Andere will gar nicht kommen. Ich könnte mir relativ gut vorstellen, wenn ich hier einen höheren Schwierigkeitsgrad nehme, kann es dann eher sein, dass ich auch eine rote Waffe kriegen könnte. Kann ich mir auch relativ gut vorstellen, aber wenn ich mir den roten da so anschaue, oder wie viel der schlucht und schlucht und schlucht und will nicht merken, dann schau ein bisschen wasch. Alter, deppert oder was ist mit ihm, Alter? Haben die Steine geschluckt oder sind die da einfach nur besser in der Mission? Alter, du musst schwer, dass ich den nach unten da mehr mache. What the fuck? Das gibt's ja nicht, der heilt sich sogar noch, der Wappler. Das geht nicht, surely. Das geht nicht. Du bist eh schon so schwer zum Kriegen, Alter, und dann heilst dich auch noch. Wow, Alter. Wunfe. Richtig Wunfe, Alter. Denk mal nach, Abschi. Das geht nicht. Aber wir haben das bei unserer Drohne. Schon mal nicht uns wieder. Schon mal nicht uns wieder. Würde ich gleich mal untersuchen gehen. Fix. Passt. Schaut damit aus. Da haben wir noch immer nichts. Extra Bomben. Ja, es ist da in der Hinsicht eh scheißegal. Schadensminderung, Schadensminderung. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Setze dann schon wenigstens ein bisschen aus. Schadensminderung ist schon mal sexy. Da hätte ich mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht erwartet, dass die so viel Schaden frisst. Das ist eine echt scheiß Situation da in dem Bereich. Also sagen wir nicht ab, aber boah. Da gibt es ja gar keine Deckung oder irgendwas in der Richtung. Dass die Drohne wenigstens da ist. Ja, ohne die Drohne könnte ich scheiße gehen. Ohne die Drohne könnte ich fix scheiße gehen. Drohne gegen Drohne, wer gewinnt? ja, aufpassen. Muss nur. Ach super, die. Da ist die Schwachstelle. Gut zu wissen, gut zu wissen. Jetzt weiß ich wenigstens schon mal, wo er Schwachstelle ist. Ich glaube, ich hab's auch. Ja. Ja. Aber wie? Und den Typ sieht das jetzt einmal überhaupt nicht, dass ich da bin. Super, leider. Fuck mal. ja, wieder Munition kann ich definitiv gut gebrauchen. Der Waffler steht nur immer. Ich denke mir nur so, what the fuck vom Schaden her, what the fuck. Soll ruhig kommen. Werde ich zur Maschine. Da werde ich zur Maschine, oder? Das sage ich da. Da werde ich definitiv zur Maschine, oder? Wenn es mir deppert kommst. So. Kommt der. Bist du deppert, oder? Schwere Verwundung entdeckt. Das Komische ist, ich habe da irgendwie gar keinen Schutz oder irgendwas. Wo ich sagen könnte, okay, passt, leiwand, ich könnte mich wenigstens ein bisschen verstecken und zumindest oder irgendwas in der Richtung. Alter, hier ist ja gar nichts. Ich kann mich da kaum irgendwo in Deckung halten oder so. Das ist das, was mich so ein bisschen. Wo ich mich so ein bisschen anscheiße davor.
keine Deckung. Das ist halt das Geschissene. Aber auch komisch, dass man gar keine Deckung hat. Das ist schon sehr, sehr komisch. Normalerweise ist es sehr unüblich. Also sind gleich drei Haberer. Deshalb tut man sich noch schwerer. Als was es eigentlich ist. Kommt bei ihm da? Muss aber eher am wenigsten sein. Übertreib, Alter. Übertreib, Alter. Bist du deppert, Alter. Leck mir am Arsch. Wie gesagt, Alter, ich habe nicht einmal eine gescheite Deckung oder irgendwas in der Richtung. Und schon wieder einer rauf. Sobald einer raufkommt, ist es scheiße. Hat der das zurückgeworfen oder was ist los? Oder hat der genau den Winkel erwischt? Keine Ahnung. Haberer, Alter, wie? Wie? Von wo? Gibt's der Raketen oder so? Ich weiß ja nicht. Wolkenkratzer habe ich noch nicht gestartet gehabt. Ich habe noch kurz was anderes versucht gehabt, weil mir eine Waffe interessiert, die was ich gerne hätte. Aber Alter, ich bin da gerade beim Kopfgeld. Bist du deppert? Achso, das ist heroisch. Deshalb ist das Kopfgeld so schwer. Achso, jetzt check ich's gerade. Das ist mir gar nicht davor vorher aufgefallen. Okay, und die Drohne ist das, was mich da die ganze Zeit attackiert. Okay, das ist dann auch was anderes. Das Geschissene ist aber auch noch, es gibt da gar keine Deckung oder irgendwas. Das ist das, was mir auch so ein bisschen so ein Dorn im Auge ist. Ich habe gar keine Deckung oder so, also da ist wirklich ganz, ganz komisch. Ja, wahrscheinlich. Meine best friends forever. Solange wenigstens keiner von hinten kommt, ist alles okay. Oi. Oi. Die nutzen wahrscheinlich jetzt den ganzen Weg aus. Ja, wenn ich wenigstens eine Deckung hätte oder so, können wir wenigstens über alles reden, aber... Aber nein, da haben wir eine gescheite Deckung da drin. Ich bin schneller hier, als was ich schauen kann. Da bin ich ganz, ganz schneller gefickt. Wenn ich einmal den mit der Drohne ausschalten kann, dann habe ich schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Gott sei Dank habe ich das mit der Drohne. Mit der Rüstung. Das wäre so dermaßen schnell hier. Und der andere daher. Richtig. Aufpassen jetzt. Bist so schnell hier, Alter, wegen dieser scheiß Missgeburt, Alter. War! Aber ich habe nicht gedacht, hab, dass ich da gleich. Ich denk mal, gehen wir mal in so einen Kopfgeldauftrag. Ja, mei. Sicher super Leiwand. Hätte man nicht erwartet, dass es gleich heroisch ist. Ganz geil sagen, Alter, fick deine Mutter, Alter. Ich weiß ja nicht, Alter. Was ist da los, Alter? Alter, ohne Spaß, Alter. Und ich habe noch vorher überlegt gehabt, vielleicht sogar noch einen Schwierigkeitsgrad weiter aufgehen. Ja, ne. Ich schaue es dann vorbei. Aber vielleicht jetzt wirklich dann einmal Wolkenkratzer. Das, aber ich will dir eine. Ja, okay, die Waffe werde ich eh explizit nicht kriegen, aber es hat halt geheißen, so nordöstlich sollte ich sie vielleicht dann doch vielleicht eher kriegen können. Dementsprechend war.
Ja, das kann man so sagen. Das kann man definitiv so sagen, Alter. Uiuiuiuiuiui. Da war die Herausforderung, die was ich wollte. Vorher noch die ganze Zeit beschwert und jetzt... Und jetzt habe ich einmal Glück gehabt, die Herausforderung, was ich wollte. Mir kann man es auch nie zurecht machen. Na, na. Schlimm, Alter. Schlimm. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe erkannt. Ich hole mir dann noch den Loot. Die können scheiße, gell? Ich hole mir da fix noch mein Loot, den was ich da liegen gelassen habe. Aber es war mehr als wie von hinten, aber hart, Digga. Das war mehr, das war viel für mehr. Aber wir werden da trotzdem einmal in die eine Mission dann reingehen, würde ich jetzt mal sagen. Ui, was geht da jetzt schon wieder ab? Oh, Bandenkrieg! Sehr gut, wichtig und richtig. Easy, verschwindet einmal definitiv nicht, lustiger. Und bam, ja, ja, macht euch ruhig gegenseitig mal, das gefällt mir, das taugt mir. Muss ich wenigstens nicht so viel machen. Zahlt sich dann wenigstens aus. Kann ich da trotzdem wieder rein? Komisch, was ist das zu, das Ding? Geh! Bleibt der Scheißdreck jetzt wirklich da hinten liegen? Na, ihr seid Arschlöcher! Na gut, passt, machen wir mal so eine Mission, hätte ich gesagt gehabt. Let's go! Schnellreise kann ich nicht machen. Im Kampf bin ich aber nicht, gell? Ma. Dann tut es halt einfach markieren. Aber dafür können wir da eine Schnellreise machen. Passt, let's go! Ich bin gespannt, Alter. Mit den neuen Gegnern alles drum und dran. Ich würde mich schon sehr freuen, wenn ich da auch diese gewählte Waffe gerne kriegen könnte. Das wäre echt mega. Aber das ist wurscht. Wir machen jetzt einmal das und dann schaue ich mir mal kurz den Wolkenkratzer an. Das würde mich jetzt dann reizen. Also der Wolkenkratzer ist jetzt einmal so mein Endziel des Tages heute. Weil so viel Zeit habe ich eh nicht mehr. Vielleicht, wenn es noch gut kommt, 1,5 Stunden, da muss ich mich schon fertig machen. Also dementsprechend dann, oh, das Wochenende wird ein Saufgelager. Ich weiß jetzt schon, mindestens einer Absturz. Ich werde mindestens einen Absturz erleben, das weiß ich jetzt schon, Alter. Bist du deppert, Alter. Wah. Was wir alles geplant haben, zum Saufen. Das schaffen kann ich zwar leid. Also wir sind eh zu viert, aber die Mädels, die trinken ja auch zu Saft und so wie man die Mädels halt einfach kennt. Aber, Alter, wir zwei haben, glaube ich, geplant für 10 Leute, Alter, zum Saufen. Das und das und das und das. Ja, weil wir sie so gefreien. Wenn wir sie so dermaßen gefreien, tun wir gleich automatisch mehr. Mehr einplanen. Man könnte ja verdursten. Das kann natürlich auch passieren, was ich mir zwar eher weniger vorstellen kann, aber... Ich hoffe nur, Hauptsache kein Blackout oder Hauptsache keine Einweisung, das ist wichtig. Wird mich jetzt aber interessieren. Da ist jetzt aber zum Beispiel Richtschutzpunkte. Da kriege ich eh auch Anfertigungsbauplan. Kann das vielleicht sein, dass es dann vielleicht sogar das Ahne da hieß? Schadenserhöhung für mittlere Feinde, Rüstungserhöhung für Veteranenstatuserhöhung. Ah. Machen wir mal lieber auf schwer. Wir wollen ja nicht so sein, Alter. Ich habe mir schon wirklich überlegt. Ich schätze, Sie werden beide Gebäude sichern müssen. Aber nicht schlecht. Warten wir einfach mal ab. Machen wir mal, wir können die Mission eh wiederholen. Boah, wenn ich schon diesen depperten Roboterhund da sehe, Alter. Na danke. Wird mir gleich schlecht, Alter. Wird mir gleich schlecht. Von den depperten Scheißtrick. Na, bocke nicht. Na. Scheiß Hurensviech, Alter, mag ich überhaupt nicht. Mach ich keinen Arsch. Da, zack, tschüss, Papa, ey. Richtig und richtig. Kriegst eh gleich ein ganzes Magazin. Ja, passt. Wo ist mit der eigentlich, der Habsche von mir, oder? Was ist mit der? Aber wie er die ganze Zeit auf mich geiert und zielt. Und dann haben wir einmal getroffen oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht, was mit dem los ist.
Da, zack, tschüss. Ich bin schon so gespannt auf den Wolkenkratzer. Der ist wohl. Ah, von denen noch ein bisschen was. Ja, Gott sei Dank, ich wollte mich schon... Oh! Da kommen gleich die ganz, ganz starken daher. Na, bis die haben wir schon so gemacht. Ob das mal gar nichts daher kommt. Ja, geh in Arsch. Du brauchst gar nicht einmal irgendwem beginnen zum Heilen oder so. Du brauchst dich gar nicht bewegen, Wappler. Du geh in Arsch. Der ist ein Braver, weißt du? Der weiß ganz genau, er geht dorthin und geht sterben. Das ist super, das ist wirklich super, das taugt mir. Der weiß ganz genau, sein Leben ist vorbei. Sobald der Außenbereich gesichert ist, sehen Sie sich das erste Gebäude an. Boah. LMG? Was haben wir da? Ah, okay, das ist wieder wegen dem. Ja, LMG würde ich schon wieder fast sagen, wäre schon geil. Ja, Alter, Granate benutze ich gar nicht. Überhaupt nicht. Weiß nicht. Reizt mich gar nicht in dem Spiel. Granate nutze ich sehr, sehr gerne in The Division 1. Es ist eh eigentlich ein Wahnsinn, oder? Mein Spielstil ist im Gegensatz zu The Division 1 und The Division 2 ganz, ganz anders. Ganz, ganz anders. Also das muss ich schon dazu sagen. Also das ist schon ein bisschen ein Weltenunterschied. Muss ich schon dazu sagen. Weil ich benutze komplett andere Sachen, was ich normalerweise in The Division 1 verwende und in The Division 2 überhaupt nicht. Wie in dem Fall die Granate. Granate nutze ich gar nicht. Interessiert mich überhaupt nicht. In The Division 1 gibt es schon sehr viele gemütliche Sachen. Ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass die Gegner nicht so agil sind. Weißt du, was ich meine? Das glaube ich. Das glaube ich zumindest. Ich glaube, dass die Gegner nicht so agil sind und dementsprechend ich eher weniger auf das Wert lege. Weil die bewegen sich dann doch relativ viel hier und das, die rennen sofort gleich wieder weg und es zahlt sich fast kaum aus. Außer dass natürlich so eine Granate, die das natürlich, wenn du es gleich wirfst, gleich explodiert. In der Richtung. Das ist dann halt natürlich wieder was anderes. Sehr klar. Schon wieder so ein depperter Hund, Alter. Schon wieder so ein depperter Roboter. Den ist aber auch nichts Besseres eingefallen. Was nehmen wir in der Mission, damit sie ein bisschen schwieriger wird? Wir nehmen wieder den Roboter, der einfach viel zu viel aushält. Wow, Alter, was ist mit der, Alter? Der zerlegt mich komplett, oder was? Macht jetzt auf Scharfschütze, oder was? Wappe ist deppert. Ja, jetzt hast du mehr. Tschüss. Alles klar. Ist eh wurscht, ich habe eh noch eine weitere Rüstung, also dementsprechend. Also falls mir einer deppert kommt, ich hab noch ein bisschen Rüstung, oder leg mir am Arsch. Meine extra Rüstung. Extra Rüstung. Die was nur ab und zu aktiviert wird. Nicht immer. Na, was ist Schule? Komm raus da. Oh, er macht sogar extra auf cool. Macht eine Rolle und alles drum und dran. Wie ein lausiger Köter, die. LMG wäre jetzt schon fast wieder geil gewesen, aber naja, mehr wieder mal drauf geschissen. Warte kurz, der Typ, der was eigentlich zu mir hätte hinlaufen müssen mit der Schrotflinte, tut mich mit dem LMG ficken, oder was? Hader, was ist mit dir, Alter? Ich glaube, du hast ein bisschen deine Funktion ein bisschen falsch verstanden, was du tun hast im Team. Schon wieder ein Wahnsinn, Alter. Kommt jetzt alle paar Meter wieder der nächste Hund? Ja, Uffahrt! Ja, passt, ist erledigt. Ein bisschen enttäuscht. Ein bisschen enttäuscht. Könnten ruhig sich ein bisschen mehr einfallen lassen, als wie alle zwei Meter wieder so ein depperter Hund. Das haben wir nicht ab. Nicht auch immer ab und zu die Labomba da? Da waren doch immer die Labomba auch noch am Start. Das war's ja noch, das war's ja noch. Da, geh durch. Stepper, der Präzision ist vom Feinsten, Alter, in dem Pickel mit der Waffe. Die trifft auch wirklich sauber, Alter. Das Fassler eh schon riesiger als wie das Visier.
Wenn wir einmal rufen, wird das super lang. Kämpfen Sie weiter, jeden einzelnen Black Tusk. Richtig sexy. Da haben wir auf die Hitten und let's go, den Lindas. Let's go. Oh, LeBron James, ja moin. Mach den Scheißdreck da kaputt, weil das werden wir wieder brauchen. Das werden wir safe wieder brauchen. Ja, ich bin übrigens da sowieso wieder daher. Also, das ist ja wieder der Bereich, wo nur ein Gegner ist. Wem interessiert ein Gegner? Sag mal nicht ab. Wieso platziert man dann nur einen Gegner? Wieso nicht wenigstens 2, 3, 4, 5 oder so? Verstehe aber nicht. Mega interessant. Der Hund funktioniert aber trotzdem. Das darf auch nicht sein. Oh, wie geschützt ist er jetzt diesmal? Wie nett. Wie der Eich, Alter. Willst du mich jetzt auch noch blenden, oder was? Ihr seid so verwirrt. Das war so eine eigene Drohne, die das System blendet. Wiederhergestellt. Fuck, meine Kugel! Dann sie aber wenigstens was, der Pistep. Hey, hey, Bulle, bleib mal stehen. Das gefällt mir mal überhaupt nicht. Was ist hier jetzt? Ich würde jetzt geil finden, komplett ausrasten, die Maschinen und alle haben drauf. Und seine Leute. Gut programmiert. System wieder online. Ja, passt. Ist erledigt. System unterbrochen. Damit ich wenigstens irgendwie was hab. Weil es natürlich irgendwas sein soll. Was bist du? Also bist du irgendeiner Gebiete. Ich hab schon da gehabt, das ist ein Ficker oder so. Eine Gebiete. Da kannst du das kein mitnehmen. Nicht. Dann muss ich halt extra aufstehen. Genau! Aber wir tropfen wir doch perfekt! Aber wie? Der Unnötige! System unterbrochen! Passt! Auf in den Kampf! System reaktiviert! Der ist lieb, Alter! Auf in den Kampf, Alter! Der kommt daher und ist schon hier! Alter, schon wieder der nächste Roboter! Das kann's ja nicht sein! Es kann's jetzt echt nicht sein, Alter! Kannst mir jetzt nicht erzählen, dass schon wieder der nächste Roboter daher kommt! Warte kurz, meine Drohne war das, die was die ganze Zeit da wie deppert herumgestanden ist? Oha, Alter. Was war denn das für ein Scheiß? Das wäre ja feindliche Pass. War jetzt ein bisschen mega enttäuscht. Wahrscheinlich ein Computer. Sehen Sie nach, ob da was Nützliches drauf ist. Okay. Alter, zuckt mir da gleich aus, der Wappler. Download abgeschlossen. Diesem Bericht zufolge haben die Black Tusks die Hyenas monatelang insgeheim mit Technologie und Waffen versorgt, einfach nur um die Stadt unter Spannung zu halten. Die stehlen nicht einfach Vorräte der Hyenas, die holen sich ihr Eigentum zurück. Kaum zu glauben, dass die Black Tusks die Hyenas die ganze Zeit über insgeheim unterstützt haben, aber es erklärt so einiges. Aber wie ist da alle daher krallen, oder mit den depperten Granaten? Aber wie, oder aber wie? Wo ist der sowieso hingegangen? Wo ist mit dir, Schule? Du hast ja für was ganz anderes interessiert. Das ist aber auch wieder so ein ganz anderer Wappler, gell? Ja, muss wieder aufpassen. Da sag ich mal, tschüss. Da bin ich auf die Schwachstelle gefunden. Passt. Und weg mit dem. Alter, ich wollte mir sagen, der geht doch immer nicht hops. Ganz schnell. Zack, zack, zack. Tschüss. Was mich aber wundert ist, nichts Grünes. Nix. Gar nichts. Bis jetzt aber. Oder in der anderen Mission, da ging's bam, 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 nim, 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 nim. So richtig so. Die haben mir das so richtig schön in die Fresse reingedrückt. Nimm das Grüne, nimm es, nimm es. Und halt ja schön brav die Fresse. Und hier gar nichts, Alter. Aber ich glaube, das ist ja. Ich glaube, das liegt eher daran, dass der Bereich eher hauptsächlich für Waffen ist.